Hallo meine lieben Freunde, heute stelle ich euch mal den Lego Harry Potter Build Your Own Hogwarts Castle Polybag vor. Also, ich würde sagen, fangen gleich an, bauen erstmal Dumbledore. Also, erstmal müssen wir den Bart drauf tun. Oh, da ist er doch gerade abgefallen. So, erstmal den Bart. Digga, was passiert mir denn jetzt hier? So, Bart drauf. So, Gesicht drauf. Jetzt die Haare. Okay, dann sehen wir uns gleich wieder. Ich baue erstmal das ganze Set auf. Dann sehen wir uns gleich wieder. So, Leute, das ist das fertige Hogwarts. Es tut mir echt leid, weil die Hyperlapse hat den Rest nicht aufgenommen. Aber hier ist nochmal, also wie der Turm draufgepackt wurde, der Turm hier, habe ich nämlich hier so draufgepackt. Falsch rum, sorry. Was ist denn heute mit mir los? Also, so, genau. Das ist das fertige Hogwarts. Ich finde es eigentlich ganz nice, also ich werde es mir auf jeden Fall 100% hinstellen. Was mich nur ein bisschen stört, sind diese Löcher hier. Ich finde, die passen da nicht so gut hin. Das hier finde ich auch ganz schön, aber hier schon wieder die Löcher, das macht irgendwie keinen Sinn, weil ich denke jetzt nicht, dass du irgendwie auf die Idee kommst, ganz Hogwarts nachzubauen, weil das ist ja kein ganzes Hogwarts hier. Ich meine, da fehlt ja der Schulhof. Hier ist ja nur, das ist ja der Eingang, wo dann im zweiten Teil, wo die durch die peitschende Weide fliegen, wo die dann da reingehen. Das ist hier nur der Eingang. Also, ja. Aber trotzdem, hier war noch dieses kleine Kärtchen dabei. Leider weiß ich noch nicht, welcher Magier das ist, aber ja. Ich finde es eigentlich ganz schön. Ich meine, es ist Gold. Ja, es ist ganz schön. Ja, es gab noch ein paar extra Teile. Zum Beispiel wie das. Keine Ahnung, warum das da drin war. Also, steht hier. Achso, ja, das war. Ja, genau. Hier zeige ich euch nochmal ganz schnell einen Teil der Anleitung. Guck. Also, hier. Einmal das Schloss. Upsala. Und dann, es gibt immer verschiedene Schlösser, also dann halt eben hier noch eins. Das haben wir gebaut, das haben wir gebaut. Und ja, aber ich finde die Figuren ganz cool. Das Coolste fand ich, dass hier noch ein kleiner Schokofrosch dabei war. Hier, der kleine Schokofrosch. Weil ich habe das Lego Bonsaibaum Set. Darüber hätte ich eigentlich auch ein Review machen können, aber bin leider nicht dazu gekommen. Den kleinen Schokofrosch können wir hier auf das Dach packen. Das sieht doch ganz süß aus. Und hier ist nochmal Dumbledore mit seinem Zauberstab. Ich finde es eigentlich ganz cool. Was mir jetzt aber gerade nicht gefällt, ist, dass sein Kopf schräg ist. So, jetzt ist alles gerade. Er kann die Platte in die Hand nehmen. Ja, das war's. Platte ist falsch rum. Hoffentlich hat euch das Video gefallen. Ich fand, es war ein cooler Polybag. Und es waren tatsächlich sehr viele Extrateile übrig. Also hier, das waren... Und die sind echt praktisch zum Bauen. Also, der Polybag hat, glaube ich, 4 Euro gekostet. Und ja. Ciao.